Leute, ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr feiern gegangen und heute ist das soweit. Ich wurde auf eine Vollfett-Outdoor-Party eingeladen, auf einer privat gehaltenen Vollfett-Outdoor-Party. Und die ist in Hörpel und Hörpel ist in der Nähe von Bisping, also da, wo ich früher gewohnt hatte. Und bevor ich dann dahin fahre, muss ich hier, guck mal, diese Tasche hier erstmal zusammenlegen. Weil guckt euch mal an, diesen Ergebnis von den letzten Vollfettwanderungen. Das ist hier alles durchlöchert. Meine ganzen Sachen können da hier rausfallen, weil da so ein Vollfettloch ist. Das muss ich erstmal zusammennähen mit hier. Genau, ich habe hier eine Nadel. Genau, mit Nadel und Faden nähe ich das zusammen. Ich habe hier meine Tasche zusammengenäht und weil sich das hier um ein Vollfettloch gehandelt hat, habe ich hier meine alte Tasche, also diese hier, die brauche ich nicht mehr, die habe ich zerschnitten gehabt. Und davon, von diesem Stoff, den habe ich dann hier dran genäht, damit dieser Vollfettloch nicht mehr vorhanden ist. Und damit so ein bisschen mehr Platz drin ist, dass ich dann noch mehr Sachen da reinpacken kann. Richtig geil, oder? Und deswegen trinke ich jetzt ein Astra. Geprost. Ich habe schon länger kein Astra mehr getrunken. Gefällt mir gut. Oder gefiel mir schon immer gut. So, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, muss ich erstmal hier diese ganzen Sachen, die hier rumliegen und so weiter, einpacken. Ganz schnell dieses Bier austrinken. Und dann rausgehen und dann mit der Straßenbahn erstmal zum Bahnhof hinfahren. Also werde ich das machen und man sieht sich gleich in der Straßenbahn. Ich bin gleich bei diesem Bahnhof angekommen. Ich bin beim Hauptbahnhof angekommen und jetzt Fahrkarten kaufen gehen und dann einmal schnell zu Gleis 10. So, ich bin am Bahnsteig und noch weiß ich nicht, 10 Minuten oder so und dann fährt meine Bahn und nochmal ganz schnell ein Wartebier trinken. Die läuft um 2 Uhr 400 Meter Länge, genau. Bevor gleich mein Zug kommt und mich hier bis nach Torstedt hinfährt, weil das ist mein nächster Umsteigebahnhof. Wenn ich in Torstedt angekommen bin, dann muss ich im Bus einsteigen und dann fährt er mich nach Hörpel. Aber diesen Samstag mal nicht. So ist heute meine Fahrtplan. Hier, Zug fährt, der kommt an. Jetzt da eindringen. So, ich bin in Torstedt angekommen und hier, guck mal. Ich muss hier rüber, bis da ganz hinten hin. Da drüben ist bestimmt, da wartet mein Bus auf mich. Der fährt gleich in 10 Minuten. Ich bin jetzt hier an dieser Bushaltestelle. Warte, guck mal. Da drüben kommt mein Bus an. Und da steige ich jetzt ein und ungefähr noch eine ganze Stunde rumfahren und dann bin ich angekommen. Ich bin im Bus drin und jetzt nach Hörpel hinfahren. Dauert nicht mehr lang und dann bin ich in Hörpel angekommen. Ich bin in Hörpel angekommen. Jetzt zu dorthin laufen, wo Party ist. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie groß das wird. Und wie viele Leute kommen und sowas. Und wie man so alles trifft. Wenn ich gleich dort angekommen bin, dann werde ich auf jeden Fall ganz viele Leute wieder treffen, die ich schon vor langer Zeit kenne. Ich muss erstmal pinkeln gehen. Irgendwie so eine Pinkelstelle suchen gehen. Das ist ganz wichtig. Ich habe gerade ganz stolz gepinkelt und darauf erstmal ein Bier trinken. Geprost! Auf dem Weg zur Party! Ich glaube, dauert nicht mehr lange und dann bin ich gleich da. Und dann wird da ganz viel Bier getrunken und sowas.
So, ich bin angekommen und hier vorne ist Ferdi. Moin. Das ist ein Mitveranstalter von dieser Party. Ja, ja. Und ich habe mich gefreut, den guten alten Natururin einzuladen. Und dass er gekommen ist, sehr gut. Freue mich auch. So, ich werde jetzt mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe gerade mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufgebaut. Ich habe schon mal meinen Pennplatz für heute Nacht aufgebaut. Und hier, langsam Gewitter kommt. Da kommen gleich so richtig viele Flüssigkeiten auf unseren Glatze drauf, auf unseren Kopf. Und das passiert gleich. Und deswegen mache ich das hier jetzt zu. So, und jetzt? Kriegst du auch dein Dankeschön. Bier. Das ist mein Bier. Und jetzt wird den ganzen Abend und das ganze Wochenende Bier getrunken. So sieht's aus. Und ich wurde negativ getestet. Das wollte ich Bescheid gesagt haben. Eine kurze Bierpower-Unterbrechung. Ich habe gerade mal ein Bierchen ausgetrunken und jetzt werde ich einmal rausgehen und ein paar Bierpowers machen gehen. Ich bin jetzt draußen und ich habe hier ein Bierpower-Schild gefunden. Ich grüße dich, Rob. Vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation. Und ich habe vor kurzem für Kanalmitgliedschaften ab Stufe 2 oder höher einen neuen Benefit reingemacht. Und zwar jeder, der 12 Monate treuer Mitglied ist, bekommt von mir noch einen Zusatz, einen Bonus Bierpower. Und es ist soweit, der erste Kanalmitglied ist ganze 12 Monate dabei. Ich grüße dich, Mada Nex. Vielen Dank für deine 12-monatige Stufe 3 Premium-Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Guck mal, das hier ist das Theke. Und von der Theke. Ja. Mindestschützenfest 2021. Ja. Wir heben die Gläser und sagen Prost. Prost! Geprost! Das ist der da! Ich bin der Jack! Geprost! Jetzt Bier trinken! Berliner Luft! Das hier ist das Kurczak! Und der gute Matsch! Ne? Geprost! Ich bin wach, ich bin auferstanden. Und guck mal, weil das die letzte Nacht so richtig geregnet hat, hat das hier richtig reingeregnet. Man sieht hier zum Beispiel hier so ein paar Tropfen und so weiter. Und mein Schlafsack war komplett durchnässt gewesen.
Und ich bin jetzt in einer vollkommen durchnässten Hose und Socken aufgestanden. Und irgendwie habe ich meine Kamera vergessen gehabt. Letzte Nacht. Vor lauter, wo ich vollkommen besoffen war irgendwie. Und ich habe die auf den Tisch liegen lassen. Und ich hatte irgendwie heute Morgen einen Schreck bekommen, weil ich bin da hingegangen und die Kamera war weg gewesen. Aber, weiß nicht, nach, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, wurde die wiedergefunden. Und zwar jemand hat die einfach weggestellt gehabt. Zur Sicherheit. Also nach hinten gestellt, da wo, in diesen Lagerräumen. Genau. Und jetzt habe ich meine Kamera wieder. Das heißt, ich kann weiter dazu filmen und der Schreck ist weg. Cool, oder? Und ich glaube, bald werde ich erstmal einen Kaffee machen. Aber ich werde jetzt erstmal gleich zur Theke hingehen, damit ihr euch die Theke angucken könnt. Und dann guckt mal hier. Eine Nacktschnecke hängt hier rum auf meinem Zelt. Hier sind ganz viele, die mich die ganze Zeit nerven und so weiter. Und eine ist auch sogar reingekrochen und hat meine Schuhe befallen. Richtig geil. Oi! Das ist dieser Partyplatz, wo letzte Nacht und heute Nacht gefeiert wird. Vollfettboxen. Und ganz viele Bänke und so. Hier drüben steht Grill. Da wird Fleisch und sowas gegrillt. Genau. Das hier ist Theke. Hier wird Bier ausgegeben. Ausgeschenkt und sowas. Und ach ja, wo ich heute Morgen diesen Schrecken bekommen hatte wegen meiner Kamera. Jemand hatte meine Kamera da reingestellt gehabt. Weil ich habe die vor lauter vor meinem besoffenen Kopf. Hatte ich den da hinten auf den Tisch draufgelegt gehabt. Und hab den irgendwie vor dem Schlafengehen vergessen gehabt, den mein Zelt mit reinzubringen. So, wir werden gleich eine Dusche aufbauen. Und zur Stärkung habe ich hier was zum Fressen gefunden. Birkenkraft. Mein lieber Bimbo. Alter, bist du hier an den Kackzellen, Alter. Das ist auch geil. Das ja, das ist ja wie. Nur zum Reinschalten. Ja. Ja, pass auf. Wir brauchen aber deine Hilfe, eure Hilfe noch. So. Wir haben ein Duschzelt aufgebaut. Leider kein Bier. Ich habe gerade meine Filmleuchte, die hier so einsam rumliegt. Genauso wie mein Handy. Hier haben wir eine Powerbank angeschlossen, damit das abgeladen wird. Und ja, genau, hier, das ist mein Schlafplatz von letzter und für die nächste Nacht. Und da ist meine Kopflampe, die mich dann nachts über gegens Gesicht und in die Augen reinleuchtet. Und genau, das so habe ich geschlafen. Und weil mein Zelt so beschädigt ist,
mit den ganzen Löcher und so weiter. Und das ist auch ein Billigstoff. Das ist hier durchgetropft. Aber ich glaube, das habe ich euch heute Morgen gesagt gehabt. Und das war richtiger Starkregen gewesen letzte Nacht. Und ja, das hat von da oben einfach durchgetropft. Und ist dann auf meiner, wie heißt das Ding? Auf meinen Schlafsack drauf geregnet. Mein Zelt befindet sich hier hinter diesem Wagen. Hier sind noch mehr Zelte aufgebaut, wo andere Menschen drin pennen. Cool, oder? Das ist wie so ein kleines Festival, würde ich sagen. Und so etwas braucht man auf jeden Fall. Also sowas habe ich auf jeden Fall vermisst. War schon lange nicht mehr gewesen auf sowas. Finde ich geil. Bier. Ich möchte Bier trinken. Dankeschön. Bier. Geprost. Auf Nahrung. Ja, hier sind noch ein paar Würste. Ochsen, Pimmels. Würstchen. Ja, aber gleich ist auch Fleisch fertig. Würstchen. Hier, guck mal, Grillfleisch. Das kann man bald fressen. Ja. Ich freue mich auf dieses Grillfleisch gleich. Ja. Hast du Scheiße hättest gemacht? Du das auch gemacht. Genau. Adriano Celentano. Guck mal, kleiner Ulse. Urinfarbig. 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 Das, was es muss. Farbe Urin. Erstmal ein Bier trinken. Immer noch nicht voll. Was macht der komische Panda? Weißt du noch nicht? Nix, David. Fisch euch, Alter. Gedanke. Ja, das sind die billigsten Baguettes von ganz Edeka. Das heißt, guck mal, die sehen aus wie Maden. Nicht so nah. Es wird Zeit, das hier drauf da drauf zu legen. Und das dann gleich zu fressen. Das wird richtig reingemacht. Und dann später Ausscheidung kommt, das ist wichtig. Leute, Fressen ist noch nicht fertig. Aber ich wollte euch zeigen, wie das aussieht, wenn Fressen noch nicht fertig ist. So, meine Schaschlik sind teilweise fertig. Ich werde das erste hier, das was am fertigsten, also was fertiger aussieht für meinen Kopf, das werde ich jetzt erstmal, das habe ich hier gerade hier reingetan, auf meinen Teller. Ich werde diesen Schaschlik jetzt auseinandernehmen, damit das hier auf dem Teller dann liegt. Jetzt so gefressen.
Da ist voll cool fressen, weil ich habe diesen Grillspieß gerade mit Kartoffelsalat und Gewürzketchup verfallen. Na scheiße, das ist mir auf den Boden gefallen. Das ist richtig scheiße. Ich mag das nicht. Weil diese Gabel hier so umgeknickt ist. Aber egal. Ich hab noch. Das grillt noch. Das werde ich gleich auch noch fressen. So, ich habe gerade meine drei Spieße aufgefressen. Und jetzt werde ich meinen hinterlassenen Müll mit dieser Verpackung und das hier irgendwo wegschmeißen. Also da, wo... Ja genau, ihr wisst schon wo. Es wird Kaffee gemacht, da sind noch keine Blasen. Ich warte, bis Blasen kommen. Hier, die ganzen Pocken kommen an. Das ist richtig geil. Es beschlägt. Jetzt hier reinschmeißen. Richtig geil. Kaffee ist fertig. Wenn der Bugier und hat sein Land regiert, damit ja. Der Widerstand so Kaffee draußen und da tust du es auf, ist geil. Stand, geprost. Genau, währenddessen ich Kaffee getrunken habe, hat dieser Mann hier Bier besorgt. Richtig geil. Geprost. Bier! Ich kann nicht in zwei Richtungen rennen. Oh nee, bitte! Alter, bam! Saufen! Aho! Saufen! Doch, ich hatte so einen Zoll. Also, er hat gerne noch mal Level schön und fragt mich. Guckt euch mal meinen Stuhl hier an. Ich hab den zusammengenäht, damit der größer ist und mehr Stoff. Hier, ich hab das mit dieser Tasche, die ich gestern gemacht habe. Da habe ich Stoff rausgenommen, damit ich das genauso zunähen konnte, wie das hier aussieht. Hey, hallo. Das ist der Jan. Erstmal Haare waschen. Und hier, Sonne kommt, das ist richtig geil. Erstmal ein Bier trinken. Das war echt immer gut. Naja, ich überlasse mal meinen Stuhl euch. Wir passen drauf. Ja. Und genau, solange bis ich selber drauf sitze, dann genau, solange überlasse ich euch den Stuhl. Ich gehe mal wieder rein bis zum Tresen oder so. Das mache ich jetzt. Und soll noch mehr Bier trinken. Oi, 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 oi. Dankeschön. Verbindung bei den Schwiegereltern? Ja. Ich brauche neues Bier. Das sollen Sie bekommen, Herr Nato. Ja. Yeah. Hast du toll gemacht, passt so. Gut so? Ja, gut so. Ja, Prost.
Prost. Hat er sehr gut gemacht, glaube ich. Und zum vierten oder fünften Mal heute sage ich gute Nacht. Ja. Musst du schlafen, damit du oder später ganz viel Bier trinken kannst. Ja, das habe ich vor. Das ist ganz wichtig. Ja. Und deswegen jetzt ein bisschen schlafen und nachher Bier trinken. Ja. Ganz viel Bier. Ich habe das vorhin gemacht, deswegen kann ich jetzt schon Bier trinken die ganze Zeit. Sehr gut. Ja, sehr gut. Genau das musst du mir nachmachen heute. Schön schlafen oder Bier trinken. Genau. Mhm. Das ist ganz wichtig. Geprost. Mein Stuhl liegt doch noch da vorne. Aber den lasse ich da noch liegen. Damit andere sich da hinsetzen können. Genau das mach ich jetzt gerade. Hier, guck mal. Kennt ihr diese Dinger hier vorne? Es wurden diese Dinger hier aufgestellt für heute Abend. Die kann man anzünden und dann gekommen Fackeln und sowas. So, ich bin jetzt gerade voll besoffen und ich filme jetzt alles. Alter, David, Alter, ich höre deine Parolen sogar beim Pennen, Mann, Alter. Das ist doch scheiße, Mann, Alter. Bei dem anderen hatte ich aber Angst. Reich, Alter. Hast du Bier, Mann? Ich könnte dir Bier holen. Okay. Wie ist gerade mein bester Mann, wenn du mir ein Bier holen willst, Alter? So, bitteschön. Danke. Au! So, bitteschön. Danke. Au! Was denn? Wir haben uns doch gerade gesehen, nicht genug für unsere Hüte. Vorlesen! Ich sag ja nicht, dass du kacke bist, oder? Ja, aber wenn du das. Nee, das hier ist tatsächlich mein Lieblingshut. Ja, ich werde erstmal pennen von der Feier. Es ist jetzt nachts über und ich habe die letzten paar Stunden ein bisschen Schlaf nachgeholt. Und darauf, dass ich gerade Schlaf nachgeholt habe, werde ich jetzt wieder reingehen und ein bisschen Party machen. Egal, ich bin doch Ekelhaus. Hier. Hallo. Neues Bier. Hallo. Und eine Wurst gibt's gleich bei Bimbo. Der macht gerade Feuer. Ja, wir müssen unsere Ehre verteidigen und unsere Freiheit schützen. Ich habe gerade Bier getrunken. Gestern habe ich voll die Würstchen fressen. Hallo, hier ist Dark Holy und da Benny live vom Fett aus dem Mindestschützenfest 2021, live vom Grillplatz Hörbel. Wir sind die letzten Überlebenden einer schrecklichen Katastrophe. Alle sind durch Alkoholmissbrauch
ausgefallen und wir sind hier die letzte Bastion und versuchen die Fahne hochzuhalten. Ja. Aber es wir wissen nicht, wie lange wir es noch schaffen. Es weil irgendwann geht uns die Munition aus und die Munition ist das, unser Astra. Und wir wissen nicht, wie lange es noch hält, ob wir dann diesen Platz noch verteidigen können. Wir gehen zurück ins Studio. Geprost. Ja, zum Wohle oder auf die Gesundheit. Wie hast du denn im Anhänger geschlafen? Eigentlich gut, bis auf den Suff. Ja? Wie voll bist du? Ey, das ist... Sternhagelvoll. Ja. Hast du super gemacht. Gib mir Mühe, Alter. Hast du, sehr, sehr toll gemacht. Und wie voll bist du? Voll. Gut. Oh, Alter. Ich sehe dich. Wie voll bist du? Ja, moin. Ich sag mal, da geht noch einiges. Und ja. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ja, ich mich auch. Sternhagelvoll, 2 Promille überm Soll. Auf Schaukelschuhen durchs Leben. Das ist simultan. Oh, scheiße. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja. Oh Scheiße, es wird langsam hell. Und hier, guck mal. Neuer Kasten ist da. Das heißt, ich kann hier wieder Bier reinschütteln. Du scheiß Assi. Oh Scheiße, jetzt, weil ich das nicht krumm gehalten habe, schaut das die ganze Zeit und ich muss warten, bis das dann runtergemacht wird. Richtig geil, oder? Aber jetzt erstmal Prost. Prost, Archie. Hau rein. Archie. Prost. Hau rein. Aber, ja, Hauptsache, Scheiße, Alter. Brauch ein anderes Ding zum Aufmachen. So, ich bin jetzt gerade hier, wo mein Zelt ist, weil ich muss meinen Akku aufladen von der Kamera. Und genau, das mache ich jetzt. Guten Morgen, ich bin wach geworden. Und ich bin noch voll verschwommen im Kopf. Und jetzt erstmal aufstehen und einmal rauslaufen. Ich glaube, genauso mache ich das jetzt. Wurfzelt zusammenbauen. So, mein Wagen ist gepackt und jetzt werde ich nach Bispingen gebracht. Mit dem Auto. Wir fahren jetzt erstmal zu so einem Dönerladen und dort erstmal Döner essen. So, wir sind beim Dönerladen angekommen. Und ich werde jetzt Döner kaufen gehen. Also richtig. Döner ist fertig. Ich habe meinen Döner aufgegessen. Und das war voll cool Döner gewesen. Das kann ich auch empfehlen. Und jetzt gleich weiter zu fahren. So, Döner ist aufgegessen. Und jetzt werde ich zu meinem Vater gebracht. Den werde ich jetzt gleich besuchen kommen. So, ich bin angekommen und ich werde hier drauf rumschlafen. So, nächster Tag ist angebrochen. Und ich habe etwas getroffen. Schönen guten Tag. Dieser Mann hier, der hat so einen richtig fetten Kopf. Also richtig breit. Mit ganz, doppelt breit. Mit ganz viel Breit dran. Mit richtig fett. Und der Fahrer, der möchte nicht gefilmt werden. Was vollkommen in Ordnung ist. Respektieren wir. Der Fahrer hat mich gestern von Hörpelparty zu meinem Vater gebracht. Besten Dank dafür. Und jetzt heute
Ich war den ganzen Tag bei meinem Vater zu Hause gewesen. Aber jetzt sind wir schon wieder draußen. Und ich habe diesen Mann mit dem fetten Kopf gefunden. Ich! Felskes Urbex. Ja. Genau, habe ich euch genau, Kanal ist unten verlinkt. Und du musst mehr Videos machen, das ist wichtig. Ja. Wir sind hier in diesem See. Und genau, da bin ich schon mal reingesprungen. Da habe ich mich drin nass gemacht. Und wie heißt das Ding? Genau, wir sitzen gleich hier auf diesem See rum. Geh erstmal hier ein bisschen Döner essen und ja, Bierchen trinken, ne? Genau. Ich habe heute voll Fett gefressen, deswegen habe ich keinen Döner geholt. Aber die anderen haben Döner geholt. Das heißt, ich sitze die ganze Zeit Bier trinken daneben. Und schau mir das an. Ja. Die beiden essen Döner und ich trinke da darauf ein Bier. Geprost. Prost. Und dieses Mal hier so ein Zellerbier. Weil das gibt's in Bremen, das ist voll scheiße. Das heißt, wenn ich hier bin, dann muss ich auf jeden Fall mal ein Schwarzeller Bier holen. Dieser Typ hier vorne, also der Mann mit dem fetten Kopf, den kenne ich schon seit 14 Jahren. Solange sind wir richtig gut befreundet. Ja, seit 14 Jahren. Das freut mich mega, dass wir uns wieder getroffen haben. Ja. Moore Poi, ja. Hast du dieses Bier schon getrunken? Ich habe es noch nie getrunken. Noch. Oh, das musst du auf jeden Fall probieren. Aber das hier, das ist ein Allgäuer Büble Bier. Genau, das was mir Flatti zum Probieren gegeben hatte. Das hier. Ja, und was mir auch sofort gefallen hat. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Prost. Prost. Es hat richtig Hopfengeschmack, glaube ich. Ja, schmeckt echt. Ja, wirklich lecker. Ja, ich weiß. Wildschwein. So, hat dir das Bier geschmeckt? Fand's richtig lecker. Das kann ich seit 14 Jahren. Guck mal, das hier, das ist dieser. Ja, das habt ihr gerade gesehen vorhin. Dieser See hier. Bruno See heißt das. Und ja, weil langsam immer mehr Dunkle kommt, treten wir langsam den Rückweg an. Das sieht aus, als hättest du voll die dicken Eier. Bierpower! Letzter Tag ist angebrochen und ich bin jetzt gerade auf dem Nachhauseweg. Und ich bin gerade Bus gefahren, ich bin jetzt gerade in Langwede. Weil. Wie heißt das Ding? Der Zug ist ausgefallen. Und deswegen schien Ersatzverkehr mit dem Bus, bin ich daher gefahren. Und hier in Langwede muss ich umsteigen. Und ich glaube, ich muss hier rüber irgendwie. Bin auf der Suche nach einem Fahrstuhl. Oder da drüben sehe ich Fahrstuhl, aber hier sehe ich keinen Fahrstuhl. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche danach. Ja, wo ist hier durch? So, ich bin hier auf dem Bahnsteig.
und hier gleich warten, bis gleich Zug kommt. Prüfen, wie lange. Guck mal. Oh Scheiße, hier ist Geld drin. Das versperrt diesen Zieher zum Wegstempeln. Und da ganz hinten, da ist auch so ein Ding. Das habe ich vergessen zu filmen, aber da ist auch Geld drin, so dass ich das hier nicht entfernen kann. Das ist widerlich. Das heißt, ich werde es abfotografieren und dann prüfen, ob ich später Strafe bezahlen soll, falls ich gefragt werde, warum ich das nicht entfernen konnte. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich glaube, Zug kommt. Ich werde hier eindringen. Hier, ich bin in Bremen-Sieberlsbrück angekommen. Und jetzt noch, keine Ahnung, jetzt von hier aus nach Hause laufen. Ich bin aus diesem Bremen-Sieberlsbrück-Bahnhof ausgelaufen. Hier, endlich mal Maske abziehen. Und jetzt nach Hause zu gelaufen. Aber so richtig. Ich bin immer noch dabei, nach Hause zu laufen. Aber weil ich gleich zu Hause angekommen bin, würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Ich habe hier einen Mülleimer gefunden und hier werde ich jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen drunter stellen. Ich habe jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen hier drunter gestellt. Schweinen gefunden.